Schön, dass du da bist. Ein Punkt zum Thema Feel-Good-Marketing und authentisches Marketing. Und zwar stelle ich immer wieder fest, dass das ein Prozess ist. Und dass es nicht so ist, dass ich sage, ab heute mache ich authentisches Marketing und dann ist es abgeschlossen, sondern dass dadurch, dass ich viel gelernt habe oder dass wir alle viel nicht authentischem Marketing ausgesetzt sind und das permanent erfahren, lernen wir das natürlich, ob wir es wollen oder nicht, über unseren Verstand. Und es ist eine Sache, sich dessen bewusst zu werden und sich bewusst dagegen zu entscheiden und sich bewusst für den Weg zu entscheiden, der sich richtig anfühlt. Und als ein kleines Beispiel, ich mache ja gerade mit Stefan eine Webinarserie, wo es um Feel-Good-Marketing geht. Das heißt, in drei Teilen stellen wir dieses Webinar vor, stellen wir Feel-Good-Marketing vor. Du kannst dich auch unten noch anmelden, entweder live, wenn du jetzt dabei bist, im Juni 2020 oder die Aufzeichnung wird dann auch noch da sein. Genau, und wir hatten vorher ein Webinar gemacht, wo wir das auch schon vorgestellt haben, aber haben dann gemerkt, das ist einfach zu viel. Also die 7 Schritte, die wir haben, die in einem Webinar vorzustellen, das ist Überforderung. Und auch ein spannender Punkt war, irgendwie hat sich so ein professionelles Denken eingeschlichen bei uns. Das heißt, ich habe eine tolle Präsentation gemacht und als es dann losging, 5 Minuten vorher, hat Stefan Musik im Hintergrund angemacht und ich habe so eine Wartefolie gemacht, ne? Gleich geht es los. Und dann, als wir live geschaltet haben und die Teilnehmer reinkommen konnten, ne, sind wir direkt auf Aufnahme gegangen und was weiß ich. Und es war so willkommen und schön, dass du da bist. Und es war auch alles ganz toll. Nur irgendwie hat es sich weniger ehrlich und entspannt und authentisch angefühlt, als wie wir es jetzt beim zweiten Mal gemacht haben. Und zwar war es da so, Stefan und ich haben noch sind die Folie nochmal durchgegangen, weil ich hatte die vorbereitet, der hat sie teilweise auch noch nicht gesehen vorher. Und sind das nochmal durchgegangen, wie wir das aufgebaut haben, das Webinar. Ja, und dann sahen wir plötzlich im Chat, dass sich ein Teilnehmer gemeldet hat, der schon im Raum war, weil wir das über Zoom gemacht haben. Und ich habe mich da riesig gefreut in dem Moment, weil das so diesen Druck rausgenommen hat von, wir müssen uns irgendwie präsentieren oder wir müssen irgendwas machen, was nicht wir sind. Also quasi etwas hinzufügen, etwas Künstliches. Und es war einfach schön, weil ich habe mich auch an meine Live-Workshops erinnert. Da war es auch so, ich saß halt dann vorher schon im Workshop-Raum und dann kommen die Teilnehmer so langsam rein. Und habe es einfach total genossen, weil ich hatte noch nicht zu Mittag gegessen, dass ich mir einfach erlaubt habe, während dann auch die Teilnehmer reinkamen, nach und nach, einfach noch mein Mittagessen zu essen. Und Stefan hat was erzählt, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und zwischendurch habe ich gesagt, hey, mach's dir einfach bequem. Ja, und es war einfach total schön locker. Was daraus entstanden ist, also natürlich habe ich dann zu Beginn des Webinars mein Essen weggestellt, beziehungsweise war fertig. Und was daraus entstanden ist, aus dieser Grundatmosphäre von wir, also Stefan und ich als Moderatoren, erlauben uns vielmehr, wir selbst zu sein und setzen überhaupt keine Maske auf. Es kam einfach so viel mehr von Herzen. Also es war einfach so schön, wirklich unmittelbar mit unseren Teilnehmern im Kontakt zu sein, ohne irgendwie eine künstliche Grenze der Professionalität. Oder ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und ich habe es auch daran gemerkt, an meinem Energielevel nach dem Webinar. Wir wollten es nämlich eigentlich nur 30 Minuten lang machen, weil wir dachten, wenn wir es aufteilen, das letzte Mal hat das gesamte 1,5 Stunden gedauert, jetzt machen wir drei Teile, also je 30 bis 45 Minuten, das sollte passen. Ja, es war aber so, wir waren dann so begeistert und es kamen so viele Rückfragen und Rückmeldungen, dass es auch 1,5 Stunden gedauert hat, durch diesen ersten Teil durchzugehen, was mir auch ein bisschen leid tat oder wo ich dachte, jetzt haben wir versprochen 30 Minuten. Aber wir haben nachgefragt und die Teilnehmer fanden es toll so und meinten, nee, es braucht halt so viele Worte, um das zu erzählen, was ihr zu erzählen habt. Alles gut, danke, dass ihr das so macht. Und ja, nach diesen 1,5 Stunden war ich komplett tiefenentspannt. Das war wie ein schönes Gespräch mit Freunden, wo ich begeistert über ein Thema reden konnte, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und beim ersten Webinar dagegen war es so, da hat es mir auch unglaublich viel Freude gemacht. Dann habe ich mir selbst Stress gemacht, dadurch, dass ich dachte, es muss irgendwie professionell sein. Und das einfach als eine Einladung an dich zu verstehen, ja, Feel-Good-Marketing, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Wir tappen immer wieder in
kleine Fallen hinein, nenne ich es mal, wo wir etwas nicht authentisch machen. Und das ist auch okay so, weil wir müssen ja nicht perfekt sein. Wir können einfach wir selbst sein und dazu gehört es auch, Mensch zu sein, dass wir, ich würde es nicht mal Fehler nennen machen, sondern dass wir einfach erkennen und lernen und Sachen dann noch mehr so machen, wie sie uns entsprechen. Deswegen ist das Ganze auch ziemlich entspannt. Und wie du siehst, ich sitze hier in einem Gewächshaus, weil draußen regnet es gerade. Hörst du vielleicht auch auf der Scheibe den Regen? Und mir gefällt es hier einfach gut. Und Natur spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich liebe Natur, ich bin die meiste Zeit draußen. Also warum sollte ich das verstecken? Im Gegenteil, vielleicht bist du auch jemand, der Natur gerne mag und findest es auch mal schön, dass jetzt keine weiße Wand im Hintergrund ist. So hatte ich nämlich die ersten Feel-Good-Marketing-Videos drehen wollen, bis ich gemerkt habe, das entspricht einfach nicht mir, das bin nicht ich. Und ja, bin dann wieder in den Wald gegangen, wo ich auch bisher alle Videos für meinen anderen YouTube-Kanal gedreht habe. Das ist es für heute. Ich fahre jetzt gleich los auf einen Workshop, wo ich Videos und Audioaufnahmen machen darf und freue mich da riesig drauf. Und wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag und wenn du Fragen hast oder wenn du diese Situation kennst mit, ja, wo du dich verstellst, du kannst es gerne in Kommentaren teilen. Also was sind so die Arten und Weisen, wie du nicht das machst, von dem du weißt, dass es für dich authentisch ist, sondern wo du denkst, ich müsste irgendwas anders machen. Was kann einfach teilweise helfen, das auszusprechen und dem Raum zu geben und dadurch verliert das so seine Dramatik. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und liebe Grüße,